Herzlich willkommen zu unserer zweiten Stunde heute am Donnerstag. Ja, es ist schon der vorletzte Tag von unserem Schulprogramm. Und ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt, liebe Lehrerinnen und Lehrer. Mega cool, dass ihr unser Angebot wahrnehmt. Und auch ein herzliches Willkommen an unsere Schülerinnen und Schüler und natürlich auch das Publikum, was nicht in der Schule sitzt. Ihr seid auch herzlich eingeladen, bei unserem Unterricht teilzunehmen und ein bisschen wieder Schulleben zu genießen. Genau, und heute haben wir eine super spannende Stunde und zwar zu Schade für die Tonne. Und das wird begleitet von Referentinnen und Referenten von Foodsharing e.V. Das sind Tobi und Andrea und die stellen sich gleich auch noch selbst vor. Und was ganz wichtig ist, ihr braucht jetzt euer Handy. Das ist euer Kommunikationsmittel, damit wir miteinander kommunizieren können. Und da öffnet ihr am besten jetzt gleich diesen Tweetback-Link, den blendet Christian, unser Techniker, gleich hier unten ein. Und genau, da werden wir nämlich einen Chat haben, wo ihr schreiben könnt, aber auch gleichzeitig eine Quizfunktion haben, wo wir Fragen stellen können und einfach so ein bisschen gucken können, was ihr schon alles über Foodsharing oder über Lebensmittelverschwendung wisst. Das ist ein super wichtiges Thema, deswegen freue ich mich sehr, dass Foodsharing e.V. uns Bildungsreferentinnen geschickt hat und sie euch jetzt dadurch führen können. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wenn irgendwas ist, schreibt es in den Chat. Und ja, lieber Tobi und lieber Andrea, die Stunde gehört euch. Danke. Ja, super, danke, Mi. Ja, hallo, moin. Mein Name ist Tobi. Ich bin seit 4 Jahren bei Foodsharing in Bonn dabei. Und das mache ich, weil es irgendwie merkwürdig ist, dass auf der einen Seite Menschen nichts zu essen haben und wir auf der anderen Seite Essen wegwerfen. Genau, hallo auch von mir. Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Ich bin die Andrea, bin schon seit 2013 bei Foodsharing aktiv in München. Ich bin dazu gekommen, vielleicht kennt ihn jemand von euch, den Film Taste the Waste habe ich angeguckt. Und da werden ja einfach krasse Bilder und krasse Zahlen eben gezeigt, wie viel Lebensmittel weltweit einfach in der Tonne landen und weggeschmissen werden. Was da zum Beispiel bei mir so hängen geblieben ist, ist zum Beispiel, dass das Essen, was in Europa im Müll landet, also nur in Europa, würde zweimal ausreichen, um alle Hungernden auf der Welt zu ernähren. Und das war dann eben auch so für mich die Motivation zu sagen, okay, ich mache mit bei Foodsharing, wenn auch nicht global natürlich, sondern hier im Kleinen in meiner Stadt zu gucken, dass da weniger im Müll landet und die Lebensmittel einfach dort ankommen, wo sie gebraucht werden. Und da kommt es dann schon mal vor, dass man einfach in einem großen Supermarkt abholt. Und erst vor kurzem hatte ich dort zum Beispiel mal wieder 1000 Joghurts, die alle noch nicht mal über dem Verfallsdatum waren. 100 Packungen Brot, ganz viel Käse, ganz viel Obst und Gemüse natürlich auch. Und das sind so viele Massen, Tonnen, die wir da allein in München retten. Das ist einfach ja, unfassbar vieles und viel zu tun ist. Und wer weiß, vielleicht macht dann der ein oder die andere von euch nach unserer Schulstunde auch mit bei Foodsharing. Wir können natürlich noch ganz viel Hilfe gebrauchen. Deswegen jetzt aber heute zum Thema Lebensmittelverschwendung. Und wir schauen uns natürlich auch an, was jeder und jede einzelne von euch eben tun kann. Vielleicht schon mal nochmal eine andere große und wichtige Zahl zum Anfang. Ein Drittel aller Lebensmittel werden global weggeworfen. Und davon wäre natürlich total viel vermeidbar. Und allein diese Zahl finde ich total beeindruckend. Wir haben da so Folien bei Foodsharing, wo man so eine Pizza sieht und wirklich ein Drittel. Und wenn man sich überlegt, man geht in ein Restaurant und bezahlt die Pizza und lässt ein Drittel irgendwie danach in den Müll wandern, ist es total schade, weil mit dem Geld könnte man natürlich was anderes machen oder mit der Dreiviertel oder mit der Viertel oder ein Drittel Pizza könnte noch mal wer satt werden. Kommen wir vielleicht mal ein bisschen zu eurem Arbeitsblatt. Alle Schülerinnen und Schüler haben ja im besten Falle das Arbeitsblatt schon ausgedruckt und vor sich. Und da schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an, genaue Zahlen, wie viel wird eben wirklich weggeschmissen. Weltweit kann ich es euch schon mal verraten. Weltweit sind es circa 1.300 Millionen Tonnen Lebensmittel pro Jahr. Das ist also schon mal verdammt viel. Das könnt ihr auf jeden Fall schon mal im Arbeitsblatt ausfüllen. Aber da man sich ja so eine riesige Zahl, ich meine, was ist 1.300 Millionen Tonnen, brechen wir es jetzt mal ein bisschen runter gemeinsam auf Deutschland und dann schauen wir es uns auch an bei pro Person. Und das ist jetzt schon mal die erste Frage. Ihr dürft quasi mitmachen, schnappt euch euer Smartphone, geht quasi auf den Link, der eingeblendet wird, rein in Tweetback und dann klickt ihr oben auf Quiz.
Und da sehen wir jetzt schon gemeinsam die erste Frage. Wie viele Tonnen Lebensmittel werden in Deutschland jedes Jahr weggeworfen? Da habt ihr jetzt die Wahl zwischen 5 Tonnen, 12 Tonnen, 18 Tonnen und 25 Tonnen. Natürlich Millionen. Also die Angaben hier sind jetzt immer in Millionen. Ja, überlegt einfach mal. Ihr könnt es grob vielleicht runterrechnen von 1.300 Millionen weltweit. Oder ihr macht es einfach aus dem Bauch heraus. Dann drückt ihr auf die Antwort und dann könnt ihr auf Abstimmen klicken am Ende. Und genau, dann werden wir gleich mal sehen, was jetzt hier die verschiedenen Leute denken. Ich meine, einerseits hofft man natürlich, dass es wenig ist, aber wie ich ja gerade schon gesagt habe, ist wirklich total viel, was da wirklich immer weggeworfen wird. Ich kann jetzt leider gar nicht sehen, wer von euch schon abgestimmt hat oder wie viele schon von euch abgestimmt haben. Aber ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall, auch wenn ihr nicht mit abstimmt, ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken, ob es 5, 12, 18 oder 25 Millionen Tonnen sind. Und ich würde sagen, ich kann mal auflösen. Es sind nämlich 12. Warte. ich kann es nämlich sehen, wie viele Leute mitmachen. Und es sind gerade so ungefähr 22 Stimmen drin. Ich würde sagen, jetzt hast du schon halb aufgelöst. Aber genau, ich kann das nämlich jetzt veröffentlichen und dann kannst du dann nochmal drauf eingehen. Genau, ich warte, ich mache das. Ich zeig mal. Ich sag's beim nächsten Mal. Genau, hier, jetzt seht ihr das Perfekt. Ergebnis. Ah, okay. Genau, sag einfach an, wenn du ungefähr abschließen willst, dann sage ich, okay, ja. Ich schließe jetzt. Genau. Perfekt, machen wir beim nächsten Mal so. Okay, also 5 Tonnen, das ist, wart ihr euch alle einig, das ist viel zu wenig, genau, 0 Stimmen dafür. 25 Tonnen gab es 5 Stimmen und 18 Tonnen 12 Stimmen. Die richtige Antwort ist 12 Tonnen. Also bin ich ja ganz froh, dass viele von euch jetzt sogar positiv überrascht sind, dass es doch nicht ganz so viel ist in Deutschland. Also 12 Millionen Tonnen sind es, die in Deutschland jedes Jahr weggeworfen werden. Natürlich immer noch viel zu viel, zumal eben ganz, ganz viel davon vermeidbar ist. Es ist natürlich auch klar, auf null kann es nicht gehen, weil natürlich immer gewisse Sachen anfallen. Aber es wäre natürlich gut, wenn wir es gemeinsam so stark wie möglich reduzieren. Da natürlich jetzt auch 12 Millionen noch so eine riesige Zahl ist, haben wir das für euch auch nochmal runtergebrochen, wirklich auf die Person. Und das müsst ihr jetzt natürlich nicht selbst ausrechnen, da lösen wir auch auf. Das könnt ihr auch gleich ins Arbeitsblatt schreiben. Pro Person landen 145 Kilogramm pro Jahr in Deutschland im Müll. Und da sind jetzt wirklich auch kleine Kinder, Babys, alte Menschen, jeden Alters quasi mit reingerechnet. Also das ist wirklich der Durchschnitt pro Person, 145 Kilogramm pro Jahr. Und das ist natürlich auch noch eine Riesenmenge. Das Gute ist, also schlecht und gut zugleich, sehr viel wird im Haushalt weggeworfen. Welche anderen Bereiche es gibt, da gehen wir nachher noch gemeinsam ein. Aber es wird eben jede Menge auch im Haushalt weggeworfen. Das ist natürlich einerseits schade, aber auf der anderen Seite natürlich auch echt super, weil wir ja in diesem Bereich es einfach selbst in der Hand haben und da einfach auch viel tun können und da viel Einfluss haben. Da dürft ihr jetzt auch gleich quasi wieder zum Smartphone greifen, denn wir würden gerne ein bisschen gemeinsam mit euch gucken, warum werden denn zu Hause Lebensmittel weggeworfen? Und da könnt ihr jetzt einfach mal gucken, was denkt ihr denn, warum ist das bei anderen so? Oder ihr könnt natürlich auch bei euch persönlich anfangen und sagen, was ist denn bei mir zu Hause der hauptsächliche Grund, warum ich Lebensmittel verschwende? Da haben wir jetzt mal ein paar Antworten vorgegeben. Also zum Beispiel das Mindesthaltbarkeitsdatum ist überschritten und da bin ich mir dann vielleicht unsicher, ob es noch gut ist und werfe das dann leider weg. Sachen gekauft, die mir vielleicht doch nicht so gut schmecken. Ich war mir unsicher und habe es einfach mal gekauft und dann hat es doch komisch geschmeckt, der Aufstrich. Ich habe vielleicht einfach zu viel gekocht und am nächsten Tag keine Lust mehr, das alte Essen noch zu essen. Vielleicht habe ich es auch falsch gelagert, irgendwie zu warm, zu feucht, zu kalt. Da werden wir nachher nochmal drauf eingehen, was ihr da tun könnt. Ich habe es vielleicht irgendwo vergessen, es ist hinten reingerutscht und dann war es leider schlecht. Oder aber vielleicht habt ihr auch andere Gründe, die ihr uns noch mitteilen wollt, dann schreibt das einfach auch gerne in den Chat rein. Genau, da könnt ihr jetzt auch einfach gerne abstimmen, was bei euch so der häufigste Grund ist. Und genau, Mi, ich würde sagen, wir schließen auch diese Frage. Ja, voll gerne. Es sind 31 Stimmen reingekommen. Mega cool, dass ihr alle mitmacht. 32. Ich schließe jetzt, dann siehst du das Ergebnis.
Warte, veröffentlichen. Okay. Ah, hier oben. Okay, ich sehe schon. Okay, Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten. Das hatten ziemlich viele von euch, 12 Stimmen. Sachen gekauft, die nicht schmecken, immerhin 5. Klar, passiert manchmal, aber ist natürlich auch nicht so gut. Zu viel gekocht, falsch gelagert, sogar nur eine. Das scheint ja anscheinend sehr gut zu sein im Lagern. Irgendwo vergessen, das sind 3 Stimmen. Und sonstiges, genau, da werde ich jetzt gleich mal rüber gucken in den Chat. Ob ich da noch was sehe? Okay, da sehe ich gerade dazu keine Antwort auf die Schnelle. Ja, ich kann ja vielleicht ganz kurz bei mir persönlich erzählen. Auch wenn ich natürlich bei Foodsharing sehr aktiv bin, passiert es auch mir manchmal, dass eben doch ich leider was wegschmeißen muss. Und bei mir muss ich sagen, ist es oft leider, wenn es so passiert, der Grund, dass ich es irgendwo vergesse. Also, dass es einfach im Kühlschrank immer weiter nach hinten reinrutscht und ja, ich dann vielleicht da auch mal was vergesse, sonst dann ist es leider schlecht. Wie ist es bei dir, Tobi? Magst du vielleicht ganz kurz berichten, wenn es bei dir mal vorkommt, was bei dir der Hauptgrund ist? Was hättest du gewählt? Ja, ich schmeiße ja grundsätzlich nichts weg. Nein, das stimmt nicht. Ja, bei mir ist es auch in erster Linie, ist es, weil ich es nicht schaffe, Sachen zu verkochen. Vor allem beim Foodsharing und ich bin auch noch bei der Solawi, bei der solidarischen Landwirtschaft bei uns, dann habe ich ganz oft Gemüse, also Unmengen an Gemüse da, die ich einfach nicht verarbeiten kann. Und genau, dann kommt es mal vor, dass ich es dann halt vergesse. Ja, was ich total gelernt habe, auch durch Foodsharing, weil man eben mal, ich habe euch ja ein paar Beispiele erzählt, einfach krasse Mengen hat. Ich kann mich noch im Sommer erinnern, da hatte ich mal irgendwie 8 Kisten mit Erdbeeren und natürlich habe ich total viel weiter verteilt, aber auch nicht alles losbekommen. Das geht ja manchmal auch nicht auf die Schnelle und Erdbeeren müssen natürlich schnell weg. Was ich wirklich jetzt mehr und mehr mache, ist zum einen einfrieren oder noch besser natürlich das irgendwie zu verarbeiten, also dann irgendwie Marmelade einzukochen und so. Und da habe ich auch echt viel gelernt, seitdem ich dabei bin. Aber ja, total spannend. Also danke da für eure Stimmen und um uns da einen Einblick zu geben. Wie gesagt, wir gehen dann später auch noch drauf ein, wenn wir dann gucken, was können wir denn dagegen tun, um da weniger eben wegzuschmeißen. Genau. Was ich jetzt sagen wollte weiterhin, ich habe es ja vorhin schon kurz gesagt, im Haushalt wird ja einiges weggeworfen, aber eben auch noch in anderen Bereichen. Da wollen wir uns jetzt gemeinsam angucken, welche Bereiche es noch gibt. An alle Schülerinnen und Schüler, ihr habt ja auf dem Arbeitsplatz bei der Aufgabe 2, da geht es jetzt eben um die Bereiche. Es sind ja, wie gesagt, 145 Kilogramm pro Person und wir wollen jetzt mal ganz persönlich quasi gucken, bei jedem von euch, wo landet, an welcher Stelle quasi in der Lebensmittelkette, wo landet wie viel Kilogramm davon im Müll? Wie gesagt, nicht nur im Haushalt, sondern auch noch in anderen Bereichen. Und bevor der Tobi jetzt euch gleich die Bereiche nennt und ein bisschen was dazu erklärt, geben wir euch mal ganz kurz eine Minute, dass ihr einfach mal für euch kurz überlegen könnt, okay, was gibt es noch für Orte, was gibt es für Stellen eben in der Kette bei der Lebensmittelproduktion, wo noch Sachen eben leider in der Tonne landen oder verschwendet werden. Und genau, wir geben euch kurz die Zeit und dann übernimmt der Tobi und erklärt euch was zu den einzelnen Bereichen. Ja, dann seid ihr soweit. Ich kann jetzt gar nicht sehen, ob ihr soweit seid. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Ja, genau, auf dem Arbeitsblatt. Zweitens Verursacher. Das sind die Bereiche,
in denen Lebensmittel weggeworfen werden. Und ihr seht fünf. Und Andrea hat euch schon einen genannt. Das ist der Haushalt. Und das, wo noch weggeworfen wird, sind dann noch vier weitere Positionen. Also danach wird es eingeteilt. Das geht dann von Anfang an los. Also wie Lebensmittel praktisch hergestellt werden. Stellt euch irgendwie ein Stück Salat vor, ein Salatkopf. Der wird natürlich irgendwie produziert von einem Feld und wird dann geerntet. Und es kann eben sein, dass während dieses Erntevorgangs natürlich der Salatkopf kaputt geht oder eben nicht so schön aussieht, nicht so gut wächst. Und dann wird der da gleich schon mal weggeworfen vom Landwirten, weil er einfach sagt, den kann ich eh nicht verkaufen, dann wird es wieder untergegrubbert. In der weiteren Verarbeitung des Salatkopfes kann es dann eben passieren, dass er beim Waschen vielleicht beschädigt wird oder beim Sortieren gemerkt wird, ja, der gefällt doch nicht so gut, den sortieren wir jetzt, den müssen wir aussortieren, weil er vielleicht Druckstellen hat oder angedätscht wird. Der vierte Bereich könnte noch, ist noch das der Handel. Also das sind dann beispielsweise Supermärkte oder Discounter. Und da ist es so, dass dann zwar schon die super gut aussehenden Salatköpfe dann in den Regalen liegen, aber wenn die da halt zu lange liegen, dann kriegen sie auch Druckstellen und laufen vielleicht irgendwann ab. Und dann muss der Handel manchmal auch laut Gesetz dafür sorgen, dass das nicht weiterverkauft wird und sortiert es dann aus und wirft es weg. Der vierte Bereich sind dann Außerhausverpflegung, also meinetwegen Restaurants und das Catering. Und da kann ich eine kleine Geschichte erzählen, als ich einmal beim Foodsharing unterwegs war und auf einer Weihnachtsfeier oder nach einer Weihnachtsfeier Essen gerettet habe, waren das nachher 25 Haribo-Dosen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das sind so diese großen Dosen, wo normalerweise leckere Haribos drin sind. Da waren dann, das waren 25 Dosen voll mit Kartoffeln, Rotkohl, Braten und Gemüse. Und genau, der Veranstalter müsste die normalerweise wegwerfen, hat dann bei uns nachgefragt. Ich kam dann vorbei und habe die Sachen eingepackt und mit dem Rad zur Heilsarmee gebracht. Das waren dann so knapp 50 Kilo Lebensmittel. Und die Heilsarmee hat das weiterverarbeitet und daraus dann ein ganz leckeres Weihnachtsessen für Obdachlose gezaubert. Genau, und der fünfte Punkt, haben wir gesagt, sind die privaten Haushalte. Ja, jetzt guckt mal auf dem Arbeitsblatt, wie ihr das zuordnen wollt. Da stehen ja die Kilos und die Prozente, also was wohin gehört. Und für die Leute, die sich zugeschaltet haben, die können auf TweetDeck jetzt abstimmen. Genau, also an die Schülerinnen und Schüler, ihr könnt einfach jetzt das Quiz machen. Also ihr seid auch herzlich eingeladen, natürlich, dieses Tweetback-Tool zu nutzen. Und die richtige Antwort wird ja gleich aufgelöst. Das könnt ihr dann auf dem Arbeitsblatt eintragen. Genau. Ich kann selber auch mitmachen, das ist ja cool. Genau, also jetzt wollen wir uns ja angucken, in welchen der genannten Bereiche denkt ihr denn? Wir haben ja jetzt alle gehört vom Tobi. Was denkt ihr denn, wo werden am meisten Lebensmittel weggeworfen? Also in der Produktion, in der Verarbeitung von Lebensmitteln, im Handel, eben in der Außerhausverpflegung, Catering, Restaurant oder eben in privaten Haushalten? Was denkt ihr? Ich sehe ja so live die Ergebnisse. Das ist mega spannend. Ich freue mich schon, wenn ihr das gleich auch sehen werdet. Aber ich bin auch ganz gespannt. Und ich glaube, es ist eine 8E oder so hier dabei. Also liebe Grüße, cool, dass ihr mitmacht. Und an die Lehrerinnen und Lehrer, die das wahrnehmen, sau cool. Okay, ich warte noch so ungefähr 2-3 Sekunden und dann schließe ich. Es sind nämlich 38 Stimmen, die abgegeben worden sind. Oh, cool. Ja, ich würde auch sagen, können wir schon schließen mal. Alles klar, dann mache ich das.
und veröffentliche. Hier seht ihr das Ergebnis. Oh, ja, cool. Das hätte ich nicht gedacht. Also wir haben hier beim Groß- und Einzelhandel mit 24 Stimmen wirklich den meisten Anteilen. Das ist lustig. Ja, bei den anderen ja echt wenig. Ja, genau. Das ist deswegen lustig, weil es eigentlich der Teil mit der geringsten Menge ist sogar. Ja, Tobi, löst doch mal aus. Ich löse mal kurz auf, genau. Also, das meiste von diesen 145 Kilo pro Kopf Lebensmittelverschwendung wird in eigenen Haushalten, also bei euch zu Hause, weggeworfen. Das liegt nicht daran, dass ihr ganz böse seid und ganz viel Essen wegwerft, sondern das liegt daran, dass ihr einfach so viele seid. Also es gibt viel mehr Haushalte als Produzenten und Verarbeiter und Caterings und Einzelhandelsketten. Deswegen ist die Menge so groß. Wenn man das jetzt auf jeden Einzelnen umrechnet, dann ist es natürlich wieder geringer und dann habt ihr vermutlich recht, dann ist im Handel eine ganze Menge weggeworfen. Aber die absoluten Zahlen sagen eben, dass 75,4 Kilo in den Haushalten weggeworfen werden. Danach kommt die Verarbeitung. Also im weiteren Verlauf werden die meisten Salatköpfe bei der Verarbeitung, bei der Weiterverarbeitung weggeworfen. Dann der Außerhausverkauf bzw. das Außerhausessen, also in Restaurants und beim Catering, das sind 20,3 Kilo. In der Produktion, also auf dem Feld, werden 17,4 Kilogramm Salatkopf, nein, also alles, was da produziert wird, wieder untergepflügt. Und dann am Schluss kommt erst der Handel, 5,8 Kilo dieser 145 Kilo landen im Handel auf dem Müll. Ja, spannend. Also das muss ich sagen, mittlerweile weiß ich es ja, dass viel im Haushalt weggeworfen wird, aber als ich mich angefangen habe, mit dem Thema zu beschäftigen, ging es mir auch so, dass ich eben dachte, boah, in Supermärkten, da wird total viel weggeworfen. Aber genau, Tobi, wie du ja gesagt hast, es gibt einfach so viele Haushalte, dass selbst wenn ich dann nur mal ein Kilo wegschmeiße, ist das schon dann mal viele Millionen. Aber ich meine, man muss halt trotzdem sehen, es sind halt trotzdem dann 75,4 Kilogramm pro Person und Jahr, was eben zu Hause im Müll landet. Das könnte man sich jetzt auf einen Tag runterrechnen und das ist schon einfach trotzdem sehr, sehr viel. Ich habe währenddessen, Tobi, wo du jetzt gequatscht hast, mal in den Chat geguckt und da kamen zum Beispiel noch als weitere Gründe, wurde eben zum Beispiel genannt bei einigen Schimmel, dass eben was verschimmelt ist. Und das kann ja eben einerseits sein, weil irgendwie das Haltbarkeitsdatum überschritten ist oder eben, weil es hinten reingerutscht ist. Also Schimmel wurde da noch ein paar Mal genannt. Wir haben aber auch schon Vorschläge sogar drin, was man denn tun kann. Eben zum Beispiel irgendwas, was selber vielleicht nicht mehr so gut ist, wenn man dann es nicht essen möchte, wie zum Beispiel ein Salat, der nicht mehr so frisch ist. Ich meine, klar, im besten Fall isst man ihn eh selbst, aber der Vorschlag war eben zum Beispiel auch, den dann zum Beispiel an Tiere zu verfüttern und es da irgendwo abzugeben. Oder was mir zum Beispiel gerade noch eingefallen ist, was ich oft mache, wenn jetzt vielleicht ein Apfel mal nicht mehr so gut ist oder schon etwas matschig geworden ist und ich den jetzt nicht mehr so frisch reinbeißen möchte, dass ich dann vielleicht einfach aus ein paar älteren Äpfeln mal einen Apfelmus oder sowas mache. Also man guckt, wie kann ich das trotzdem noch irgendwie verarbeiten, dass es nicht komplett unnötig in der Tonne landet. Eben zum Beispiel auch an Tiere zu verfüttern, ist zum Beispiel auch keine so schlechte Idee. Genau, das wollte ich noch kurz nennen. Ein paar andere Fragen, die ihr jetzt nochmal zu Foodsharing zum Beispiel auch habt, würden wir am Ende nochmal drauf eingehen. Und jetzt dann eher mal nochmal gemeinsam mit euch auf das Arbeitsblatt gucken. Denn jetzt haben wir ja echt relativ deprimierend irgendwie gehört, wie viel wirklich an Tonnen, an Kilo weggeworfen wird und wo was weggeworfen wird. Aber jetzt wollen wir mit euch gerne nochmal gemeinsam gucken auf das Arbeitsblatt eben und schauen, was können wir denn tun gegen Lebensmittelverschwendung. Für alle, die das Arbeitsblatt haben, ihr könnt natürlich dann dort direkt ausfüllen. Alle anderen gerne einfach für sich eine Notiz machen oder sich das überlegen in den nächsten 10 Minuten. Die eine Frage, die wir an euch haben, wäre, was kannst du tun? Also was kannst du in deinem Alltag tun, zu Hause, im Haushalt oder was fällt dir sonst auch ein in der Schule, in der Arbeit oder auch natürlich bei Restaurants. Hast du da irgendeinen Einfluss? Oder bei der Landwirtschaft? Der Tobi hat ja ganz viele Gründe gesagt.
warum Lebensmittel weggeworfen werden. Und zum Zweiten fänden wir es spannend, wenn ihr euch mal überlegt, was würdest du tun? Stell dir mal vor, du bist jetzt ein Politiker oder eine Politikerin für einen Tag oder auch für mehrere Tage. Was würdest du dir für ein Gesetz ausdenken, was eben dann gegen Lebensmittelverschwendung eben einschreitet? Was hast du da für Ideen? Genau. Wie gesagt, da würden wir euch jetzt einfach mal kurz 10 Minuten geben, dass ihr euch das überlegt. Du kannst es gerne einfach alleine dir überlegen oder du kannst es auch gerne mit einem Sitznachbar, einer Sitznachbarin machen oder mit irgendeiner anderen Person, die gerade bei dir zu Hause ist, mit der du dich darüber austauschen möchtest. Und dann würde ich sagen, viel Spaß. Wir sind dann gespannt auf eure Ideen. Falls ihr Zeit habt, schreibt es auch gerne in den Chat. Dann sehen wir auch, was ihr euch ausgedacht habt. Und dann würde ich sagen, bis gleich. Genau, an dieser Stelle an alle Lehrerinnen und Lehrer, schaltet uns jetzt gleich auf stumm und minimiert das Fenster, sodass wir nicht mehr zu sehen und zu hören sind, weil wir uns mit dem Publikum noch unterhalten werden, was da ist. Aber ihr Zeit braucht für eure Schülerinnen und Schüler, um diese Fragen zu beantworten, die wir auf diesen Arbeitsblatt gestellt habt. Also macht jetzt den Ton aus und macht jetzt das Fenster runter und schaltet in 10 Minuten, das heißt um 35, ach sagen 36, wieder ein. Und genau, da machen wir ganz normal weiter. Also jetzt stummschalten und minimieren. Und wenn ihr uns jetzt noch hört, dann müsst ihr es immer noch machen. Und voll cool, dass ihr euch Zeit genommen habt und hier diese Unterrichtsstunde mitgeplant habt. Ihr seid ja beide im als Bildungsreferentinnen bei Foodsharing aktiv. Und was ist eure Verbindung zur Schule oder zur Bildung? Tobi. Also ehrlich gesagt mache ich das zum ersten Mal. Ich bin noch gar nicht so lange im Bildungsteam. Finde es aber total interessant. Das ist für mich eine richtig gute Möglichkeit, Erfahrung zu sammeln und ein bisschen zu üben, weil das so ein bisschen so mein nächstes Ziel ist. Nach meiner Doktorarbeit möchte ich halt gerne lehren ich finde das halt auch einfach so wichtig und so kann ich halt zwei Sachen verbinden. Ich kann einerseits die Leute darauf aufmerksam machen und sensibilisieren, dass das Lebensmittelwegwerfen schlecht ist, und selber kann ich mich selber weiterentwickeln und einfach Methoden, Didaktik und alles, was dazugehört, lernen. Und so ist es perfekt, weil ich habe ein direktes Feedback. Ja, bei mir ist es eigentlich auch ganz ähnlich, zumindest was den ersten Grund betrifft, was Tobi jetzt genannt hat. Also ich war eben selber so negativ beeinflusst und geschockt, eben wo ich mich damit angefangen habe zu beschäftigen, eben mit dem Thema. Und dann eben wirklich zu sehen, okay, in der Schule habe ich davon irgendwie nie was gehört. Da ging es irgendwie nie drum, wo wird wie viel weggeworfen und vor allem natürlich, was kann ich irgendwie tun. Deswegen wollen wir da ja auch gleich noch drauf eingehen. Der Tobi wird dann noch erklären, so ein paar Tipps geben, eben wie man Lebensmittel richtig lagert, weil das eben so der Hauptgrund ist, dass man sie schlecht lagert und sie dann irgendwie vertrocknen oder schimmeln. Und das war für mich wirklich die Motivation zu sagen, okay, ich will das wissen, was ich jetzt schon habe, und natürlich auch mit meiner Erfahrung, so geht es uns natürlich allen bei Foodsharing, selbst schon irgendwie tausende Kilogramm von Lebensmitteln irgendwie gerettet zu haben und da eben zum einen Leute zu motivieren, mitzumachen, weil es gibt noch viele, viele Tonnen, die gerettet werden müssen, und aber auch natürlich dafür zu sorgen, dass jeder Einzelne, der ein bisschen mehr da eben aufpasst im Privathaushalt, jeder Einzelne da schon einfach einen großen Teil leisten kann und da einfach gerade eben auch junge Menschen irgendwie zu unterstützen und zu fördern bei dieser Entwicklung. Aber natürlich auch erwachsene Menschen. Also wir arbeiten ja nicht nur mit Schülerinnen und Schülern, sondern eigentlich mit Menschen jeden Alters. Und das ist nicht nur so, dass es das bei den Kindern nötiger wäre, das Wissen, sondern eigentlich bei allen. Und da sind wir eben tätig und freuen uns quasi für jeden Apfel, für jedes Brot, was nicht weggeworfen wird. Ja, ich finde es voll schön, dass es Foodsharing gibt und dass dieses Bewusstsein dadurch auch breiter gemacht werden kann. Weil wir haben ja gesehen, diese Frage mit, wo werden am meisten Sachen weggeworfen, da denkt niemand an den eigenen Haushalt, also wenige war das klar, dass es der eigene Haushalt ist. Was könnte man denn dagegen tun, um dieses Bewusstsein, also wir fangen ja in der Bildung an und deswegen machen wir auch dieses Schulprogramm, aber sollte das auch nochmal irgendwie
Also wie kann Foodsharing noch in die Schule kommen oder dieses Bewusstsein geschaffen werden? Also ich glaube, klar, euer ganzes Programm ist natürlich super und da sind wir hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, um dann schon wieder 100, 200.000 Menschen mehr zu erreichen. Wir und natürlich auch andere Organisationen versuchen da natürlich über Projekttage, über Projekte an Schulen und so weiter tätig zu werden. Aber was natürlich der Traum wäre und was natürlich super wäre, wenn das wirklich im Lehrplan einfach nur ein Thema wäre. Und das muss ja nicht Stunden, Wochen, Tage sein. Das reicht ja auch mal in einer Stunde. Genau das, was wir jetzt quasi machen, glaube ich, reicht schon mal als Basisinfo, zu wissen, wie viel weggeworfen wird und sich zu überlegen, was kann ich einfach persönlich dagegen tun? Da geht es ja nicht nur um den Haushalt, dass ich da irgendwie aufpasse, sondern vielleicht auch in einem Restaurant, dass ich mir gleich weniger bestelle, nicht direkt Vorspeise, Hauptspeise und Nachtisch zu bestellen. So mache ich zum Beispiel oft, dass ich erstmal nur am Anfang bestelle und mir denke, wenn ich dann immer noch Hunger habe und Lust habe, kann ich ja immer noch mal was bestellen. Oder natürlich, wenn man es nicht schafft, es auch mit nach Hause zu nehmen und so weiter. Also ich glaube, es würde schon wirklich eine Schulstunde reichen, um da dieses Bewusstsein zu schaffen. Und dafür sind natürlich auch wir da und gehen da auch gerne in Schulen. Aber ich denke mal, dass Lehrer und Lehrerinnen das genauso gut vermitteln können und da vor allem mit den Schülern gemeinsam dann brainstormen und überlegen können. Und das wäre natürlich auch unser großer Wunsch. Okay, ja, ich habe einen Freund hier in Mainz, der hat seine Masterarbeit über Foodsharing geschrieben und eine in Politik eine komplette Reihe aufgesetzt zu Foodsharing. Und ich finde, sowas sollte halt einfach weitergetragen werden und geteilt werden und ausprobiert werden, weil am Ende der Reihe sind sie auch selbst so Foodsharing, also waren beim Markt und haben selbst Essen abgeholt, um einfach zu sehen, was für massive Essensmengen teilweise übrig bleiben. Und ich bin selbst noch nicht so aktiv bei Foodsharing, bin jetzt so ein bisschen reingekommen und habe aber Geschichten erlebt, wo gesagt wird, ja, selbst bei der Tafel, die Reste von den Supermärkten bekommen, bleibt einfach noch so unglaublich viel übrig, dass es da wirklich so teilweise Körbe gestapelt werden mit Essen, was immer noch verwertbar ist und noch so gut schmeckt. Und also das muss man einfach mal vor Augen haben, wie viel Essen eigentlich weggeschmissen werden würde, also wird und durch Foodsharing eben gerettet werden kann. Was war denn ja euer Augenblick, wo ihr gedacht habt, das kann echt nicht wahr sein? Tobi, vielleicht du. Du bist noch auf Stumm. Ja, ich kann sonst schon mal direkt anfangen, dann kann Tobi vielleicht noch kurz überlegen. Also ich habe eigentlich immer wieder solche Aha-Momente, eigentlich bei fast jeder Abholung. Ich hole eben in einem ja sehr großen Supermarkt ab und da habe ich jedes Mal, wirklich jedes Mal diesen Moment, wo ich mir denke, das kann nicht sein. Also eben, ich habe es ja zum Einstieg schon kurz erzählt, da habe ich dann wirklich einfach mal 1000 Joghurts. Und da ist dann natürlich auch immer wieder für uns die Challenge, okay, was mache ich jetzt damit? Weil unser Ziel ist natürlich nicht, es abzuholen und dann selber wegzuwerfen, sondern dann wirklich auch logistisch zu gucken, okay, mit einem großen Transporter anzufahren, viele, viele Menschen zu informieren, dass die wieder nur jeder 10 Joghurt nimmst, aber dann brauchst du auch schon 100 Leute. Genau, oder 100 Packen Toastbrot hatte ich zum Beispiel auch mal oder eben dann 8 Kisten Erdbeeren. Also wirklich immer wieder, dass ich mir denke, krass, aber dann im anderen darauffolgenden Moment auch ein gutes Gefühl, einfach zu wissen, krass, wenn es mich jetzt nicht gäbe oder uns als Team natürlich, dann würde das alles in der Tonne landen und dann einfach jedes Mal wieder zu sehen, jedes Kilo einfach, was wir retten, ist einfach schon sehr, sehr wichtig. Und die Frage habe ich vorhin auch schon im Chat gesehen. Da können wir am Ende auch nochmal kurz drauf eingehen, wenn natürlich wieder alle Schülerinnen und Schüler da sind. Wirklich bei Foodsharing kann jeder mitmachen und die Einstiegshürde ist wirklich total gering. Einfach auf foodsharing.de gehen, sich registrieren kurz, E-Mail-Adresse, Passwort. Und dann kann ich sofort auf einer Karte in deiner Stadt sehen, wo sind gerade Essenskörbe eingestellt. Also ich würde zum Beispiel zum Supermarkt gehen, 1000 Joghurts holen und dann würde ich reinschreiben, hey Leute, ich habe 1000 Joghurts, kommt um 18 Uhr vorbei und nehmt eine große Tasche mit und holt so viel Joghurts ab, wie ihr essen könnt. Und das kannst du quasi, nach 5 Minuten kannst du dann diese Essenskörbe sehen. Und dann gibt es eine kleine Ausbildung, wo quasi das erfahrene Foodsharer-Saver dich mitnehmen zu einfach 3 Probeabholungen. Und dann bekommst du selber einen Foodsaver-Ausweis und kannst dann eben selbst, eben wie jetzt Tobi oder ich, zu Supermärkten, Bäckern oder auch zu der Weihnachtsfeier gehen und da eben Lebensmittel abholen und das weiterverteilen. Also jeder darf mitmachen, wir freuen uns über alle. Und es ist eben wirklich einfach nur kurz anmelden, egal, einfach
wie bei anderen Plattformen auch einfach mit Passwort und E-Mail-Adresse. Und kann man eben eine Karte sehen mit Essenskörben oder eben auch mit Betrieben, die gerade noch dringend Leute suchen. Und ich kann nur von München sprechen. Wenn ich einstelle Betriebe, die dringend noch Leute fürs Team suchen, werden mir bestimmt immer 100 angezeigt. Also gerade brauchen wir nicht nur Leute, die bei Foodsharing mitmachen, sondern die auch noch Foodsaver werden und dann wirklich Lebensmittel abholen. Und ja, wir hoffen natürlich, dass wir euch motivieren können und ganz viele von euch sich dann direkt anmelden heute. Okay, die Zeit ist jetzt leider auch schon rum. Tobi, du hast leider nicht geschafft, noch eine Antwort zu geben. Ärgerlich. Aber wir können doch ganz kurz zum Einstieg. Du siehst ja die Kommentare, oder? Ihr seht die Kommentare, die reingekommen sind. Es sind ein paar Ideen von den Schülerinnen und Schülern oder von unserem Publikum gekommen. Und darauf kannst du ja mal kurz eingehen, bis alle wieder Lehrerinnen und Lehrer wieder da sind. Und dann können wir weitermachen, weil jetzt ist 36. Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr die Arbeitszeit hoffentlich gut genutzt habt. Und genau, Tobi, vielleicht kannst du ein bisschen auf die Möglichkeiten, die Schülerinnen und Schüler reingeschrieben haben, eingehen. Ja, genau. Ich habe gelesen, ich soll ein bisschen lauter reden, deswegen versuche ich das jetzt einfach mal. Vielleicht muss ich auch einfach das Mikro an meinem Bart vorbei. So, dann ist es ein bisschen lauter. Was ich am häufigsten gelesen habe, war, wir können das Essen doch den Tieren geben. Wird in den meisten Fällen, wenn ich das richtig weiß, auch getan. Also es ist so, dass vor allem in den Bereichen Formverkauf da ziemlich viel gemacht wird. Das wird dann für Dünger oder für Essen benutzt. Ansonsten steht hier noch einfrieren, genau. Das ist ja das, was Andrea auch schon sagte. Also was überbleibt, einfrieren oder eben vorher, wenn zu viel da ist, überlegen, wie kann ich es haltbar machen. Genau, eine Idee ist hier auch, man könnte versuchen, nur Essen zu kaufen, was man im Moment kauft. Man müsste dann nur häufiger einkaufen gehen. Genau, also das ist, glaube ich, auch eine gute Idee, nicht einfach direkt für die ganze Woche einkaufen zu gehen, weil vielleicht weiß ich noch gar nicht, ob ich spontan doch irgendwo auswärts esse oder es in der Arbeit Essen gibt oder ich bei einer Freundin bin und da gibt es Essen und dann esse ich den Salat gar nicht, den ich eigentlich für Freitag geplant habe. Und dazu kommt natürlich auch, da können wir aber auch gleich nochmal was dazu sagen, eben zum Thema saisonal und regional. Also vielleicht lieber am Montag auf den Wochenmarkt gehen, wo es wirklich Sachen gibt, die es gerade in meiner Region saisonal gibt und genau, dann vielleicht lieber öfter einzukaufen. Auf jeden Fall auch eine tolle Idee. Genau. Das finde ich gut. In der jetzigen Corona-Situation habe ich allerdings auch umgeschwenkt von täglich einkaufen auf weniger und weniger häufig. Das bedarf dann natürlich einer Planung, ne? Also wenn du dir dann überlegst, wie ich die Woche so gestalte, dann bin ich halt natürlich dann angewiesen darauf, dass ich es auch genauso mache, damit nichts schlecht wird. Und dann musste ich mir überlegen, was hält lange, wie kann ich es lagern und dann entsprechend das alles so verarbeiten, dass ich dann am Ende nichts wegwerfen muss. Jemand schreibt auch, dass alle Lebensmittel, die nicht nachweislich verdorben sind, dass man die eben dann noch irgendwie isst und weiterverwertet. Und das ist auf jeden Fall auch ein riesiger Grund. Wir hatten es ja vorhin schon mal ganz kurz angesprochen und das haben auch einige von euch gesagt, dass viele Lebensmittel im Müll landen, wo eben das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Und da kann ich nur auch von meiner Erfahrung sagen, eher schockierend, denke ich mir manchmal, wie viel Chemie muss da drin sein. Aber ich habe auch einfach schon Joghurts und andere Sachen gegessen, die schon 1, 2 oder ernsthaft auch 3 Wochen abgelaufen waren, aber einfach noch gut waren. Und da ist bei uns bei Foodsharing einfach so eine wichtige Regel, nicht sagen, oh shit, einen Tag drüber schmeiße ich weg, sondern zu sagen, hey, ich öffne mal den Joghurtdeckel und rieche einfach erstmal dran oder schau, natürlich ist da irgendwie Schimmel. Und eben aus meiner Erfahrung in 99,9% der Fälle mache ich das auf und es riecht noch gut und ich probiere mal ein kleines Löffelchen und ich merke auch einfach, das schmeckt noch gut. Und da müsste ich auch keine Sorgen machen, weil wenn die Milch oder der Joghurt schlecht wäre, das würdet ihr sofort riechen oder schmecken. Ähnlich bei Eiern. Also bei Eiern, da achte ich, um ehrlich zu sein, mittlerweile gar nicht mehr aufs Datum und ich klopfe die einfach an, haus vielleicht nicht sofort über das Essen drüber, sondern in eine kleine Schüssel und riech mal. Und wenn das einfach noch gut riecht, dann ist das auch einfach noch gut. Und da müsst ihr euch keine Sorgen machen eben. Und das ist vor allem bei Joghurts eigentlich ein großes Thema.
Da nicht immer nur auf dieses Datum zu achten, das kann ein Anhaltspunkt sein, aber verlasst euch da einfach auf euch und eure Sinne, eure Geschmacks- und Riechsinne. Okay, vielen, vielen Dank für euren Input und eure Geschichten. Ich würde sagen, wir öffnen jetzt nochmal so für ein paar Minuten die Fragerunde. Es sind auch schon ein paar Fragen reingekommen, so ja, wer darf denn alles bei Foodsharing mitmachen? Und irgendwo war auch die Frage, ist die Plattform nicht erst ab 18 Jahren nutzbar? Ja, ich habe schon versucht herauszufinden, ob 18 irgendwo eine Grenze ist. Andrea, du sagtest, es kann jeder mitmachen. Also mitmachen kann, also registrieren kann sich erstmal jeder. Und es gibt dann, dann Essenskörbe, die jeder dann von euch sehen kann auf dieser Plattform. Und eben dann das gerettete Essen irgendwie abholen und weiterverwerten. Also damit helft ihr der ganzen Idee auch schon eine ganze Ecke weiter. Andrea, aber bei der 18-Jahre-Grenze musst du mir gerade nochmal helfen. Ich hatte, um ehrlich zu sein, nicht die 18-Jahre-Grenze im Kopf, sondern 14 Jahre als Foodsaver. Aber da muss ich auch gestehen, erwischt ihr uns beide wahrscheinlich gerade. Da ich einfach schon über diesem Alter war und einfach auch Freunde, bekannte Familie, die dann neu angefangen haben, da nicht drüber sind, ist auf jeden Fall ein fairer Punkt. Da werden wir nochmal nachgucken. Also ich habe noch 14 Jahre als Grenze für Foodsaver im Kopf. Aber was ihr natürlich auf jeden Fall machen könnt, wenn ihr selber auch noch unter dieser Grenze seid, gemeinsam zum Beispiel mit euren Eltern oder älteren Geschwistern, älteren Freunden da, das gemeinsam zu machen. Und es gibt ja dann auch viel zu tun, selbst wenn der Papa zum Supermarkt fährt am Samstag und die 1000 Joghurts abholt, muss man die ja auch vielleicht sortieren und weiterverteilen. Und da könnt ihr ja dann auch auf jeden Fall mithelfen. Okay, und dann kam noch eine Frage. Also vielen Dank erstmal für die Antwort. Also ja, bleibt motiviert und geht Food saven. Und eine Frage, ja, was bringt denn Foodsharing dem Klima? Also schützt es das Klima? Da kam noch diese Frage rein. Magst du, Tobi, oder? Ja, also die Grundidee ist ja, einfach dann weniger zu produzieren. Und wenn wir uns überlegen, vor allem bei der Fleischindustrie, wie viel Wasser das zehrt und das Land, das es braucht, also die Ressourcen, die einfach dafür eingesetzt werden, um ein Kilo Fleisch herzustellen. Und überlegt, dann wird es dann in die Tonne geworfen. Also das ist halt das, was es, wo Foodsharing das Klima schützt, indem es erstens sensibilisieren wir dafür, Essen eben vernünftig zu planen und einzukaufen. Und zweitens sorgen wir dafür, dass es eben, dass das Essen danach nicht gleich weggeworfen wird, wenn es abgelaufen ist, das Kilo Fleisch, weil da einfach unglaublich viele Ressourcen reingingen, sondern dass es dann noch weiterverwertet wird. Genau, also ich hatte ja vorhin die Zahl gesagt mit dem ein Drittel. Und dieses ein Drittel sind ja nicht nur verschwendete Lebensmittel, die dann in der Tonne landen, sondern auch ein Drittel der Energie, die dafür drauf geht, dass der Traktor mit Treibstoff über das Feld fährt und das irgendwie düngt und pflügt. Und dann werden da irgendwie die Kartoffeln geerntet und einige landen dann direkt dort irgendwie in der Tonne, weil sie nicht schön genug sind. Und es geht ja dann weiter, dass der Joghurt produziert wird in dem Plastikbecher. Da geht total viel Energie und Ressourcen drauf für diesen Plastikbecher. Der landet dann auch einfach im Müll, wird vielleicht nicht richtig entsorgt und so weiter. Also an jeder Stelle geht ja Energie verloren und damit quasi, was alles dann wiederum ja eine Belastung für unsere Erde ist. Und wenn wir diese Energie sozusagen nicht verschwenden und die Lebensmittel wegwerfen, sondern diese Energie sparen, entlasten wir sozusagen mit diesem einen Drittel, was dann eben so im Raum steht, eben die Erde. Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, weil wir das so angeteasert haben, Tobi, vielleicht kannst du noch ganz kurz was zu dem Thema saisonal einkaufen und richtig lagern sagen. Leider ist die Zeit ziemlich schnell weggerannt. Deswegen würde ich sagen, wenn ihr darauf Lust habt, dass Tobi da noch was sagt, dann schreibt ihm eine E-Mail oder informiert euch einfach auch auf der Foodsharing-Seite. Da gibt es super viele Bildungsmaterialien, weil ich würde sagen, wir schließen an dieser Stelle die Stunde, es sind 45 Minuten rum. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden, Tobi und Andrea. Mega cool, dass ihr sehr gerne.
uns eure Expertise, eure Geschichten erzählt habt. Und auch vielen Dank an die Lehrerinnen und Lehrer, die jetzt gesagt haben, hey, das Thema ist so wichtig, wir wollen es in unseren Unterricht integrieren. Liebe Grüße an die 8C. Cool, dass ihr mitgemacht habt. Ja, wir hoffen, ihr hattet Spaß. Und wenn ihr uns Feedback geben wollt oder eure Ergebnisse mit uns teilen wollt, ihr könnt ein Foto von eurem Arbeitsblatt machen, könnt ihr das gerne hochstellen. Wir blenden nach dieser Stunde eine Folie ein, wo ihr das tun könnt. Da sind die Links drin. Ja, wir haben noch heute eine Stunde zum Thema Ökodorf Siebenlinden. Die folgt im Anschluss. Und dann morgen haben wir nochmal Umweltethik, einen Vortrag und Fast Fashion und das Lieferkettengesetz. Das ist, ja, darauf freue ich mich auch schon. Und sagt es euren Schülerinnen und Schülern, also oder euren Lehrerinnen weiter, dass wir dieses Programm machen. Und ja, wir verabschieden uns und bedanken uns ganz herzlich auch bei dem Publikum. Und vielen Dank, Andrea und Tobi. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Macht's gut.